Sampling, Global und Disk-Modus. Drücken Sie den Sampling-Taster. Kronos kann in jedem Modus zum Samplen und Resamplen der verfügbaren Eingangssignale verwendet werden. Außerdem unterstützt er Samples mehrerer Formate. Hier möchte ich Ihnen nur einen Aspekt zeigen. Samplen wir den Kronos doch einfach selbst. Wechseln Sie in den Kombi-Modus und wählen Sie Internal B57 Feel the Rush. Drücken Sie den Sampling Record-Taster. Drücken Sie den Start-Taster und beginnen Sie zu spielen. Drücken Sie Stopp. Schalten Sie die Karma- und Drum-Track-Funktion aus und wählen Sie den Sampling-Modus. Drücken Sie hier, um das neue Sample zu wählen. Okay. Damit ordnen Sie das Sample der Taste C2 zu. Hier, das ist unser Sample. Seine Wellenform kann man editieren, loopen, mit Timeslice schneiden und so weiter. Wechseln Sie zum Global-Modus. Im Global-Modus können allgemeine Dinge eingestellt werden. Globale Transposition, globaler MIDI-Kanal, EXI- oder HD1-Funktion der Userbänke und so weiter. Auch die Drumkits und Wave-Sequenzen können hier editiert werden. Bei Bedarf können Sie die Karma- und Drumtrack-Funktion für alle Bereiche sperren. Das kann zum Beurteilen mehrerer Sounds ohne Schlagzeug und im Hintergrund laufender Phrasen praktisch sein. Einstellungen, die Sie in diesem Modus ändern, müssen mit dem Write Global-Menübefehl gespeichert werden. Wechseln Sie in den Disk-Modus. Hier können Sie Daten auf dem internen Solid-State-Drive oder einem USB-Datenträger sichern bzw. von dort laden. Alles, was Sie mit Kronos kreieren oder editieren, kann auch auf einem Datenträger gesichert werden. Es gibt zahlreiche Dateitypen, darunter PCG und SNG. PCG verweist auf Program, Combination und Global-Daten, beinhaltet aber auch Setlists und Drumtrack-Patterns. SNG ist die Kennung von Songs, das heißt Dateien, die im Sequencer-Modus gesichert und geladen werden können. Ordnung ist bekanntlich das halbe Leben, daher sollten die PCG- und SNG-Dateien eines Projekts jeweils in einem gemeinsamen, übergeordneten Ordner gesichert werden. Ungefähr so wie auf einem Computer. Drücken Sie das Utility-Tab. Und wählen Sie im Seitenmenü Create Directory. Drücken Sie das T und geben Sie dem Ordner einen Namen. Bestätigen Sie den Namen mit OK und drücken Sie OK erneut, um den Ordner anzulegen. Drücken Sie das Save Tab, den soeben angelegten Ordner und schließlich Open. Öffnen Sie das Menü. Wie Sie sehen, kann man bei Bedarf nur die PCG-Daten, nur die Sequenzen und so weiter sichern. Wählen Sie hier Save All. Geben Sie einen beliebigen Namen ein. Und drücken Sie OK. Jetzt können wir gezielt einstellen, was genau gesichert werden soll. Da wir alles sichern möchten, können Sie OK drücken. Damit legen Sie zwei Dateien an, PCG und SNG. Die KSC-Datei und dieser Ordner enthalten die Infos und Dateien unserer Samples. Und dieser Ordner enthält unsere Audiodateien. Die KGE-Datei enthält die aktuellen Karma-User-Patterns. Hören wir uns jetzt die Demo-Songs an. Wir befinden uns noch im vorhin angelegten Ordner. Drücken Sie also ab. Die gesuchte Song-Datei befindet sich im Factory-Ordner.
Drücken Sie ihn und bestätigen Sie mit Open. Um etwas laden zu können, muss man das Load-Tab wählen, die gewünschte Datei, hier Preload SNG antippen und Load drücken. Wählen Sie entweder Append oder Clear, je nachdem, ob die Songs im Arbeitspuffer erhalten bleiben oder gelöscht werden sollen. Wählen Sie hier Clear. Wenn es noch weitere Dateitypen desselben Namens gibt, müssen Sie entscheiden, ob sie auch geladen werden sollen. Wir benötigen nur die Song-Datei. Drücken Sie also OK. Wechseln Sie in den Sequencer-Modus. Und wählen Sie einen Demosong. Das war's auch schon. Ich hoffe, Sie finden sich jetzt besser auf Ihrem Kronos zurecht. Weiterführende Infos finden Sie in den PDF-Anleitungen auf der Accessory Disk 2, die mit Ihrem Kronos geliefert wird. Außerdem können Sie mit dem Help-Taster die englischen Versionen aller PDF-Anleitungen aufrufen. Beispiel: Für Infos über die aktuelle Display-Seite drücken Sie den Help-Taster. Wenn Ihnen dagegen die Funktion eines Bedienelements unklar ist, halten Sie Help gedrückt, während Sie das Bedienelement betätigen. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung für ein Instrument, das inspiriert und es einem erlaubt, neue Ideen sofort festzuhalten. KORG Kronos. Eine neue Workstation-Generation für die Bühne, Studioproduktionen und das kreative Sounddesign. Sie haben die richtige Wahl getroffen. Bam, badam, bam. Bam, badam, bam. Bum, ba-dum-bum.